Ihr habt uns beklaut, ohne ein Gewissen. Bunkert schon seit Jahren unsere Kohle unterm Kissen. Angebliche Lücken im Gesetz werden zu Kratern. Komplette Etagen, um den Fiskus zu verarschen. Denn ihr strippt die Dividenden und ihr lasst euch Geld erstatten. Holt euch Steuern wieder, die der Staat von euch nie hatte. Und es geht hier nicht um Peanuts, die im Leben keinem schaden. Das ist ein Jahrhundertraub, es geht hier um Milliarden. Geld, das wir nicht haben, für Bildung und Soziales. Doch ihr hört nicht auf damit, weil es euch egal ist. Und den kleinen Leuten geht es scheiße im Block. Doch ihr spuckt auf sie herunter aus dem 30. Stock. Die Türme sind verglast, die Sonnenbrille spiegelt. Und es wird hantiert mit tonnenweise Spielgeld. Und da ist ein Nebel vor dem Hause des Staates. Der trübte anscheinend auch die Augen des Adlers. Hex, ihr habt uns gestohlen, was zum Leben fehlt. Hex, diese Menschen denken, Raffgier sei erstrebenswert. Hex, Reiche werden reicher und der Unmut wächst. Kum, 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 kum. Hex, ihr habt uns gestohlen, was zum Leben fehlt. Hex, diese Menschen denken, Raffgier sei erstrebenswert. Hex, Reiche werden reicher und der Unmut wächst. Guck mal, wie sie schuften. Die kleinen dummen Leute. Währenddessen scheffeln wir hier feine Summen Beute. Erzählen die Geschichten von Lücken im Gesetz. Und ich baue mir einen Palast ohne Rücksicht auf den Rest. Keiner drückt hier auf Reset, höchstens beide Augen zu. Denn ich war mal Steuerprüfer und weiß, was ich hier tue. Ja, ich weiß, wie das hier läuft und verticke mein Modell an die Multimillionäre. Und die blicken das sehr schnell. Sie investieren in den Fonds, den Investmentbanken pushen. Alle sind sich einig, dass sie eigentlich hier fuschen. Und so finden sich dann Händler, die die Aktien leihen, diese dann verkaufen an berechtigte Parteien, sich Steuern für den Leerverkauf erstatten zu lassen. Und der Reibach wird geteilt, so klingeln dann die Kassen. Das klingt nicht gerade einfach, was es auch nicht ist, weshalb ich Millionär bin und du Fensterputzer bist. Aber by the way, diese ganze Etage hier besteht nur aus Leuten, die das Business verstehen. Und wenn auch nur einer hier im Raum ein Problem damit hat, dass da draußen weniger Kindergärten gebaut werden können, dann raus hier. Da ist die Tür. Ihr habt uns gestohlen, was zum Leben fehlt. Hex, diese Menschen denken, Raffgier sei erstrebenswert. Hex, Reiche werden reicher und der Unmut wächst. Kum, 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 kum. Hex, ihr habt uns gestohlen, was zum Leben fehlt. Hex, diese Menschen denken, Raffgier sei erstrebenswert. Hex, Reiche werden reicher und der Unmut wächst. Ich habe tonnenweise Akten gewälzt und Indizienketten aus heiklen Fakten erstellt. Diese führten mich nach Hamburg zu Warburg und Olearius und dessen Tagebuch. Doch immer noch ist da nicht Schluss. Wahrscheinlich müssten wir uns weiter diesem Hohen beugen. Gäbe es nicht mittlerweile Kronzeugen, die enthüllen, wie ihr Oxford-Absolventen engagiert. Damit unser Rechtsstaat technisch unterwandert wird. Finanzbeamte, die überteuflische Pläne chatten, die das Umgehen von Steuern vorhergesehen hätten. Und ein heutiger Kanzler in heiklen Meetings, was die Frage aufwirft, was hier die Rolle der Politik ist. Wir befinden uns hier bei der Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers, in der er unter anderem befragt wird zu seiner Zeit als erster Oberbürgermeister in der Stadt Hamburg und dem Cum-Ex-Skandal. Hören wir doch mal rein. Und wir haben rausgefunden, es gibt kein einziges Indiz für eine Einflussnahme durch politische Entscheidungsträger. Aber Herr Scholz, Sie haben sich zwar ziemlich lang nicht mehr daran erinnert, dass Sie mit dem Chef der Warburg Bank in einem Zimmer gesessen haben, doch dann fand man ja sein Tagebuch und es kam heraus, Sie trafen Herrn Olearius und noch was. Sie berufen sich ja sehr oft darauf, dass man Indizien nicht erhärten kann und hoffen auch. Von all dem Dreck, der da fliegt, werden Sie nicht aufgetroffen. Da Sie ein seriöser Journalist sind, ist das ja ausgeschlossen. Okay, der Warburg Bank wurde sehr viel Geld aus Cum-Ex erlassen, das eigentlich hätte fließen müssen in die Steuerkassen. Und das, nachdem deren Chefs ein paar Mal mit Ihnen reden? Es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben. Hex, ihr habt uns gestohlen, was zum Leben fehlt. Hex, diese Menschen denken, Raffgier sei erstrebenswert. Hex, Reiche werden reicher und der Unmut wächst. Kum, kum, kum. Ihr habt uns gestohlen, was zum Leben fehlt. Hex. Diese Menschen denken, Raffgier sei erstrebenswert. Hex. Reiche werden reicher und der Unmut wächst. Kum, 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 kum. Nun, da der Schleier sich gehoben hat, blicken wir in die Fratze der Gier, die eine Chance auf Millionen sah. Sie vergrub jede Moral unter einem Leichentuch für ein Ausmaß an Steuerhinterziehung, das seinesgleichen sucht und einen Schaden von Milliarden an der Allgemeinheit schuf. Betrug war nie ein Einzelfall mitnichten, es war ein Beruf. Man schuf ihr ein System, um bei den Partnern zu glänzen. Hohe Renditen erklärte man mit Marktineffizienzen. Diesen Wahnsinn beenden, warum sollte man, wenn der Glaube hält an Nebel und Verschleierung dieser verdammten Zauberwelt? Die Frage ist, was tun gegen ein faules System? Und wollen wir unsere Kinder wirklich darin aufwachsen sehen? In einer Welt, in der Profit gegenüber allem steht, in der ein Hinterhalt mehr als die grundehrliche Haltung zählt, sollen unsere Kinder lernen, dass Redlichkeit im Leben nichts heißt? In einer Welt, wo jeder jeden bescheißt? Bescheißt? Bescheißt?